Hallo zusammen. Ich denke, die meisten Yamaha-Keyboarder unter euch nutzen schon einmal die Funktion des Chord-Tutors. Im Chord-Tutor gibt man ja die Harmonie oder den Akkord ein und das Keyboard zeigt an, welche Noten sich hinter diesem Akkord verbergen und noch wichtiger, in einer grafischen Darstellung der Tastatur wird angezeigt, welche Tasten man drücken muss. Gebe ich zum Beispiel den Akkord E-Moll 7, 11 ein, habe ich die Notenschrift des Akkordes und 6 Punkte auf der Tastatur, 6. Diese Tasten muss ich drücken, damit der E-Moll 7, 11 Akkord auch richtig erklingt. Das bringt mich natürlich in Schwierigkeiten, wenn ich die AI-Fingerfunktion nutze. Mich interessiert ja, welche Tasten ich anschlagen muss, wenn ich AI-Fingert nutze, damit auch genau dieser E-Moll 7-11 Akkord erklingt. Und hier flatterte mir zu diesem Thema doch tatsächlich dieser Tage eine E-Mail in den PC. Thomas Lengersdorf hat zusammen mit seinem Freund Uwe Dierolf ein kleines Programm erfunden, das mir genau dabei wohl helfen soll. Also ich gebe einen Akkord ein und das Programm zeigt mir an, welche Tasten ich bei der AI-Fingerautomatik drücken muss. Was die beiden da gebastelt haben, ist mir nicht so richtig klar. Ich frage sie einfach einmal. Hallo, schön euch zu sehen. Thomas Lengersdorf aus Köln und aus der Pfalz, Uwe Dierolf. Herzlichen Dank, dass ihr euch heute am Feiertag bereitgestellt habt, meine Fragen zu beantworten. Ich bin nämlich neugierig. Ich habe da was gelesen. Jetzt erklärt mir mal bitte, was habt ihr denn da gebastelt und was habt ihr da erfunden, Thomas? Hallo Alois, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag. Nee, wir haben nichts erfunden. Und zwar, ich fange mal so an, in Genus gibt es einen sogenannten Chord-Tutor. Da kann man draufdrücken und da steht dann A-Moll 6 und dann drückt man da drauf und dann erscheint ein kleiner Akkord. Und dann sieht man, wie so ein A-Moll 6 aussieht. Das Problem ist, wenn ich zum Beispiel auf komplizierte Akkorde drücke, dann bekomme ich Akkorde mit 6 Tönen. Das nützt keinem was. Die kann ich auch nicht spielen. Jetzt gibt es aber in Yamaha Keyboards, eben im Genos, die Griffmethode AI Fingert. So, und dann haben wir uns gedacht, es muss eine Möglichkeit geben, dass man das so aufzeichnet oder aufmacht, dass jeder gleich sehen kann, was er zu greifen hat. So, und da sind der Uwe und ich, wir sind da zusammengekommen und der Uwe ist IT-Fachmann und dann gab ein Wort das andere und da das Dur-Moll-System ja endlich ist, ist es halt auch berechenbar. Ne? Insofern kann man das ganz mit Computer ganz gut darstellen und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben den AI-Fingert-Tutor quasi zusammengebaut. Und das ist nichts anderes als eine Übersicht, wie man im Grunde fast alle Akkorde des Dur-Moll-Systems mit einer Begleitautomatik eines Yamaha-Keyboards greifen kann. So, man geht einfach hin und da haben wir zum Beispiel ein Stück genommen, haben wir Yesterday genommen. Da hast du jetzt dein Stück vor dir, Yesterday, da stehen überall Akkorde. Die Akkorde nimmst du und schreibst die in den Tutor rein und dann drückst du auf den Knopf und dann kommen ganz viele kleine Tastaturen mit ganz vielen Akkordgriffen. Dann kannst du auf jeder einzelnen dieser kleinen Tastaturen noch diesen Griff hin und her schieben, dass man sich das gut in die Finger legen kann. So, und dann hast du eine Übersicht darüber, wie du diese Akkorde ganz einfach mit AI-Finger greifen kannst. Natürlich muss man das üben und sowas. Aber du brauchst weder Kenntnisse von Harmonielehre. Du brauchst nicht zu wissen, was ein neapolitanischer Quart-6-Akkord ist. Du musst auch nicht wissen, was eine Tritonus, ich weiß nicht, was ist. Das braucht man alles nicht. Sondern du nimmst deinen Zettel oder dein Blatt, dein Notenblatt mit den Akkorden, trägst die ein, es wird dir aufgelistet und dann kannst du anfangen zu üben. Und so kann sich auch jemand, der auch harmonisch nicht so ganz fit ist, sich wunderbare Akkorde erschließen und danach spielen. So, das Ganze haben wir auf eine Website gebaut und in meine neue Website eingebaut. Und man geht einfach auf meine Website und klickt sich da durch und dann kommt man irgendwann dahin. Und dann kann man das alles wunderbar benutzen. Und wer dann
wirklich Spaß dran hat und wirklich nett ist, der kann mir natürlich auch was spenden. Ich gebe dem Uwe dann immer auch ein bisschen was ab davon. Aber ansonsten ist das alles kostenlos und man muss sich da auch nicht einwählen und eine E-Mail-Adresse hinterlassen und so weiter. Sondern man kann das Ding nutzen. Und ich stelle jetzt schon fest, dass es international erstaunlich genutzt wird. Das heißt, die Zugriffszahlen aus dem Ausland sind wesentlich höher als zum Beispiel aus Deutschland oder aus Österreich. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe jetzt 2 neue Schüler bekommen, nämlich aus Japan. Ich unterrichte also einen japanischen Orgelspieler und einen japanischen Keyboardspieler. Das ist mit der Zeitverschiebung immer etwas lustig. Aber es ist unglaublich. Es ist wirklich toll, auch diese Mentalität dann zu sehen. Aber ich weiche schon wieder ein bisschen ab. Jedenfalls, das ist der AI-Finger-Tutor. Und jeder ist einfach aufgerufen, da drauf zu gehen, sich durchzuklicken, das auszuprobieren, uns mal was zu sagen, wenn einem was nicht gefällt. Das ist alles. Ja, jetzt, das hört sich ja richtig spannend an, gut an. Jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen. Kann man das hier mal zeigen, wie wir da hinkommen? Wir haben da einen IT-Fachmann dabei. Kann man das mal zeigen, damit wir uns alle vorstellen können, was sich hinter diesem Programm verbirgt? Geht ja, das? Klar. Also ich kann ja mal ein paar Worte dazu sagen. Also ja. Der Thomas hat es schon gesagt, man kann es über das Internet, über einen Browser, also Chrome oder Firefox, Internet Explorer oder Edge, wie er jetzt heißt, was auch immer, benutzen. Internet Explorer besser nicht, sorry, jetzt habe ich gerade das Falsche gesagt. Der ist so alt, den sollte man also nicht mehr nehmen. Das haben wir sogar extra auf die Seite geschrieben. Und das Wichtige ist ja erstmal für die Menschen, wie kommt man überhaupt da dran? Also Thomas hat es ja schon gesagt, entweder findet man den Weg über Thomas Lengersdorfs Seite, tlma.de, oder aber man nutzt halt Google, was die meisten machen werden, und dann reichen eigentlich schon diese 3 Wörter, AI Finger Tutor. Und das zeige ich jetzt mal. Ich gehe mal kurz auf Screensharing. So, ihr müsstet jetzt mal einen Bildschirm sehen mit dem Alois. Ich gehe mal direkt auf Google. Also ich habe hier schon das, kann man das sehen, Alois? Ich glaube ja, oder? Ja. Okay. Also man sieht jetzt, ich habe hier diese Wörter angegeben, AI Finger Tutor bei Google. Dann findet man als ersten Treffer die Webseite, die wir dafür extra gekauft haben, toolsforkeyboards.de mit dem AI Finger Tutor. Dann geht man hier drauf und dann sieht man eine englischsprachige Seite. Das ist für manche im Dachraum, also DACH, vielleicht nicht ganz so toll, aber naja, es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie man gleich sehen wird. Da wird ein bisschen beschrieben, wer hinter dieser Idee des iFinger-Tutors steckt, nämlich der Thomas und ich. Man kann hier finden, in diesem Bereich, welche Funktionalität es gibt. Also man kann so Chord für Chord eingeben oder eine ganze Chord-Progression eingeben. Thomas hat es ja schon gesagt, man kann einen Oktav-Shift nach links oder rechts machen, man kann die Umkehrungen sich anzeigen. Hier kommt dann ein Screenshot, wie er aussieht. Und jetzt gehen wir direkt in Medias Res. Also wenn ich hier drauf gehe, here we go, iFinger Tutor, dann landet man dort. Und so sieht er aus. Und das ist eben das, was wir übernommen hatten von dem Core-Tutor vom Genos. Das ist auch, ich glaube, Thomas, ich glaube, identische Buttonanordnung, oder? Also diese Buttons hier. Ja. Majors, dann die 6, die Major 7, Major 7 Kreuz 11 etc. Augmented, also diese ganzen Notationen oder Schreibweisen, die stammen eben von Core Tutor. Hier unten sind noch die Slashes, also das ist auch eine coole Sache, kann der Thomas bestimmt gleich noch ein paar Worte mehr dazu sagen. Und ich habe mal hier ein Beispiel vorbereitet, das stammt eigentlich auch vom Thomas, das ist aus Yesterday, von der ersten Seite seiner Noten. Sind das mal alle Akkorde? Und die gibst du dann oben. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, ja. Die gibt man jetzt einfach der Reihe nach oben, also, in diese Zeile ein. Die kannst du hier so eingeben. Ich habe die vorhin mal schon vorbereitet. Du kannst sagen C, F, G, standardmäßig, ja. Und dann sagst du Chord Progression und dann siehst du hier unten alle Spielweisen. Okay. Das sieht und ja noch in dem Fall habe ich halt eine kompliziertere Reihenfolge oder Chord Progression. Das ist nämlich die vom Yesterday. Und da meint er jetzt, ja, okay, sorry, da hatte ich noch ein paar alte Sachen drin. Und jetzt gibt er das hier komplett aus. Ja. Man könnte also genau gucken, wie man Yesterday spielen müsste, in iFinger-Schreibweise, also Notation. Und man könnte jetzt eben hier auch sagen, okay, das schiebe ich mir in eine Oktave rauf oder runter oder hier unten, dann nehme ich eine andere Umkehrung, ja, weil die vielleicht grifftechnisch für mich einfach zu spielen ist. Man kann das auch mit Print View eben so zum Ausdruck sich dann hinlegen, dass man sagt, okay, ich blende mal alles aus, was ich für einen Ausdruck nicht brauche.
Und wenn ich sage, okay, ich fange jetzt mal bei 0 an, dann nehme ich Clear All und gebe jetzt mal der Reihe nach irgendeine Harmonie, also einen Akkord ein und kann ihn dann hier unten anzeigen lassen. Ja. Ich kann ihn auch im normalen Modus anzeigen, aber auf den haben wir jetzt nicht so einen großen Wert gelegt. Ja, und man könnte eben auch sagen, ich habe hier alle möglichen Schreibweisen von DIM angefangen über Augmented. Also es gibt ja verschiedene Schreibweisen. Auch darüber kann ich solche Akkorde auswählen. Und wenn ich sage, okay, ich habe in dem Stück jetzt danach ein F Major 7, dann kann ich das hinzumachen. Der Fokus ist immer ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist hier dieser blaue Kasten drumherum. Also wenn ich jetzt sage, okay, beim ersten mal lassen wir es mal bei C-Dur und hier F-Major 7. Also so kann man mit dem System arbeiten und sich dann ganze Chord-Progressions zusammenbasteln. Thomas, habe ich noch was Wichtiges vergessen? Vielleicht die Slash-Akkorde noch? Nein, das im Wesentlichen ist das genau die Funktionsweise und die Benutzungsweise vom AE-Fingertutor. Was man hier noch sieht, das haben wir auch gemacht, man kann hier immer so kleine Hinweise eingeblendet bekommen, wenn es sie gibt, weil sich you don't need the fifth, also man kann eben diesen Akkord spielen in der Spielweise AE fingert, ohne dass man die Quinte drückt. Ja. Also ist eigentlich ja eine ganz nette Sache, die hat bestimmt noch Kinderkrankheiten, wie alle neue Software, aber ich denke so mal als Version 1.0 sollte die jetzt endlich mal die Welt des Internet erblicken. Dann gehe ich wieder raus und wir können weitermachen. Ja, also meine Herren, das sieht ja nun wirklich sehr spannend aus. Da habt ihr euch ja was richtig Tolles einfallen lassen. Noch ein kleiner Hinweis vielleicht zu den Slash-Akkorden. Ne? Slash-Akkorde normalerweise, zum Beispiel ein C über G, ist quasi ein C-Akkord mit einem G im Bass. Mit AI Fingert ist es aber möglich, im Grunde sämtliche oder fast sämtliche der Akkorde auch Slash zu spielen. Also ich kann einen 7-13er, einen F7-13 über D spielen. So, jetzt habe ich, bislang sind noch nicht alle dieser Varianten eingearbeitet, da bin ich jetzt sukzessive dran, aber das Fantastische an AI Fingert ist eben, dass man quasi sämtliche Harmonien, auch sämtliche erweiterte Harmonien, zum Teil in verschiedenen Lagen und als Slash-Akkorde spielen kann. Das heißt, das erweitert das harmonische Spiel natürlich um ein absolutes und es kommen da fantastische Sounds bei raus, einfach wenn man nur so einen Akkord greift und den Style spielen lässt. Okay. Das baue ich jetzt noch nach und nach ein. Also ich schreibe das dann auf und der Uwe baut es dann ein. Und dann wird, wenn das dann fertig ist, dann wird man wirklich über sehr erweiterte Harmonik verfügen können, die man mit einer Begleitautomatik spielen kann. Und das ist dann schon erstaunlich. Und man muss nicht den Harmonielehre-Kursus 5b von der Volkshochschule Düsseldorf besucht haben. Genau. Sondern man hat einfach sein Notenblatt vor sich und trägt die Akkorde ein, fängt an zu üben und hat sehr viel Spaß bei diesen Akkorden. Ausgezeichnet. Übrigens, das war ja sehr sympathisch, wie du als Kölner gerade mal wieder die Volkshochschule Düsseldorf ins Spiel gebracht hast. Darum ja. Ne? Also ich stelle jetzt fest, ich kriege jetzt Herzklopfen. Erstens mal vor Neugierde, weil ich das wirklich gerne ausprobieren will. Umgekehrt allerdings auch, weil ich werde wahrscheinlich jetzt doch noch etwas AI-fingert üben müssen. Ja, aber das hat für dich, glaube ich, Nachteile, weil du machst ja mit der linken Hand immer diese schönen Einwürfe, ja. Und die gehen ja bei AI-Fingert nicht, weil da reagiert ja die Automatik immer sofort. Also für dich, also da würde man sich tatsächlich manchmal so einen Modus wünschen, dass AI-Fingert ginge mit der Möglichkeit zu sagen, wenn ich nur eine Taste anspiele oder greife, dann ändert sich die Harmonie, also der Akkord nicht. Das wäre noch klasse, aber das ist so ein Wunsch. Ne? Gut, das kann der Thomas ja an Yamaha weiter transportieren. Ja, aber da sage ich mal, wenn du diese schönen Akkorde irgendwann greifst, dann kommst du gar nicht mehr auf die Idee, da noch eine Melodie mit der linken Hand zu spielen. Okay. Du wirst so beseelt sein von der Schönheit des Klanges. Hey, einfach ausprobieren. Einfach. Ja, Männer, ja. Ich habe da jetzt richtig Lust drauf gekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Euch noch einen schönen Restfeiertag und eine angenehme Arbeitswoche. Vielen Dank. Und wir würden dann die Musikantenfreunde bitten, wenn ich das Video jetzt in YouTube eingestellt habe, uns gerne einmal unten in den Kommentaren Ihre Erfahrungen zu dieser Anwendung niederzuschreiben, okay? Okay. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ich danke euch, macht es gut. Schön, dich wieder zu sehen.
Ja, tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.